geht, Leute? Mein Name ist Danny Jesden. Willkommen back zu einem neuen Video. Das spielen wir Bridge Constructor Stunts. Das Spiel war so extrem spaßig, dass ich unbedingt nochmal spielen will. Ich weiß nicht mal wieso. Ich glaube, das war sogar am Anfang ein App-Game. Und dann haben die es auf Steam rüber transportiert oder wie auch immer. Denn es gibt viele App-Spiele, die sind richtig erfolgreich. Und dann veröffentlichen die Entwickler das auch auf Steam, weil es so erfolgreich war. Und manche Handyspiele kann man gut auf dem PC spielen. Und ich glaube, das war ein Handyspiel. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich gehe mal davon aus. Aber okay, wo sind wir stehen geblieben? Das war nämlich, mit Controller. Nee, ich spiele ohne Controller. Obwohl, mit oder ohne? Ich bin mit. Okay. Also wir haben alles geschafft, außer Level 1-9. Das machen wir jetzt. Wer dieses Spiel nicht kennt, es geht darum, Brücken zu bauen, selber zu konstruieren und dann diese eigene Strecke zu fahren und ins Ziel zu kommen. Diesmal musst du die Brücke vervollständigen, um genügend Anlauf für den Sprung zu haben. Dreiecke sind am stabilsten. Okay, interessant. Das war ein guter Tipp. Nicht vergessen, mit der Simulationstaste kannst du vor dem Fahren die Stabilität der Rampen prüfen. Sehr episch. Okay, also was soll ich tun? Wo ist unser Ziel? Unser Ziel ist... Okay, das sieht... Hier machen wir einen langen Sprung, ich sehe es. Und da ist unser Ziel. Also die erste Welt wird so oder so nicht so schwer sein. Aber hier können wir gerne bauen, so viel wir wollen. Und der hat ja gesagt, Dreiecke sind die effektivsten. Deswegen machen wir natürlich so viele Dreiecke, wie es geht natürlich. Und hier müssen wir die Brücke noch vervollständigen. Ja, also ich merke schon, das wird auf jeden Fall... richtig geil, kann man nicht anders sagen. Und ich habe ja die Erfahrung von Poly Bridge. Also Poly Bridge hat mir echt geholfen, die Brücken zu verstehen. Bam. Ich würde, by the way, gerne mehr Poly Bridge machen, aber ich habe so das Gefühl, dass wir Poly Bridge schon so oft gemacht haben, dass wir es langsam so ein bisschen sein gewisses Etwas verliert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Oder ihr versteht es nicht, je nachdem. Aber wieso hast du die Straße... Nein, hier kannst du die Straße wegmachen, da brauchst du sie nicht. Aber okay, ich denke, das müsste okay sein. Sieht stabil aus. Ich würde durch die Brücke fahren. Ne, hier haben wir noch was vergessen. So, diese drei Teile. Nice. Okay, ich glaube, wir können fahren, oder? So, ich nehme mein Handy. LB. Und ich denke, jetzt kann ich fahren. Seht ihr? Poly Bridge zeigt einem einfach... Wie geht's? Ups, ich habe aus Versehen Straßen gehabt. Lol. Oh mein Gott, ich bin so... Okay, ich habe aus Versehen geklickt, aber... alles bestens. Jetzt zeige ich euch, was meine Erfahrung ist, welche Erfahrung ich gesammelt habe. Rückwärtssalto? Rückwärtssalto, easy. Oh, shit, baby. Episch, das war richtig geil. Nice, neuer Rekord, ja. Es gibt ja auch, man kann nur Rekord am Anfang schlagen, by the way. Aber okay, wir haben das zweite freigeschaltet. Und jetzt wird's wesentlich schwieriger, denke ich. What the fuck ist das? Baue die erste Rampe so, wie es die Linien anzeigen und ergänze bei den anderen Rampen die fehlenden Teile. Okay, dann fangen wir mal an. Und zwar hier müssen wir eine Rampe machen. Wieso zeigt mir das Spiel am Anfang Striche an? Das verstehe ich nicht so ganz. Wieso sehe ich Striche? Ich meine, ich will gar keine Striche sehen, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe ja die Erfahrung von Poly Bridge. Aber okay, das ist eine Straße, alles klar. Dann fliegen wir hier hoch. Und oh shit. Ich weiß ja nicht mal, was passiert. Komme ich dann? Ich meine, ich würde gerne das so machen. Ich würde es gerne so machen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich es so mache. Und hier können wir dann das hier zusammen machen, was sehr geil ist. Okay, Dreiecke sind am effektivsten. Also das hält auf jeden Fall. Wir kennen das von Poly Bridge. Wir haben 30.000, was eine Menge Geld ist. Aber ich muss sagen, es ist natürlich ein bisschen anders als bei Poly Bridge, aber es ist sehr gut. Und Brücken sind, wie Brücken sind. Also ich denke, da kann man nicht viel schief machen. Obwohl man kann eine Menge schief machen, aber ihr wisst schon, wie ich meine. Okay, hier machen wir Straße hin. Was ist das? Ach, hier müssen wir... Ah, okay, hier müssen wir die Straße ein bisschen weitermachen, genau so. Nein, das okay, ich mach das. Ich weiß, wie das Leben funktioniert, definitiv. Schaut mich an. Okay, ihr könnt mich nicht ernst nehmen. So, da ist das Ziel. Ich denke, wir sollten die Rampe schaffen, oder? Ich denke, wir sollten die Rampe schaffen. Wir versuchen es einfach mal. Ich werde jetzt einfach mal starten, denke ich. Und dann fahren wir mal los und schauen, ob wir das Level machen können. Bam! Rückwärtssalto. Oh, die Brücke ist kaputt gegangen. What the frick? Wieso ist... Ich habe was falsch gemacht. Oh, ich blende. Oh, jetzt komme ich... Ich komme wahrscheinlich gar nicht an... Ja, ich komme gar nicht an das Ziel dran, weil ich gestorben bin. Wieso ist die Brücke kaputt gegangen? Kann mir das jemand erklären? Okay, lass uns einfach nochmal fahren. Ich denke, wir müssen nicht mal diese Schraube da aufsammeln. Ich meine, wieso denn? Wir machen lieber einen Rückwärtssalto. Sieht eh viel cooler aus. Dumme Schraube und... Oh, nein. Oh, nein, wir blenden. Oh, scheiße. Ah, wir blenden nicht, hä? Oh, shit. Oh, wir haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Wir haben es geschafft, aber diese Teile, wenn die explodieren, anscheinend fangen wir nicht sofort an zu brennen, sondern wir leben noch für eine Zeit lang, was ein bisschen komisch ist, aber okay. Machen wir einfach mal weiter, wir haben das Level geschafft. Nächstes Level. What the fuck ist das? Manche Levels enthalten rote Bauverbotsbereiche. Hier kannst du keine Gelenkpunkte setzen und es kann auch kein Element hinzugefügt werden. Ergänze nun die vorhandenen Rampen, um die Baustelle zu überwinden. Okay, ich denke, das ist schwerer, als es aussieht. Also, ich mache mal eine kleine Erweiterung hier. So, die Strecke ist dann halt erweitert. Ich denke, das müsste reichen. Was haben wir hier? Hier können wir nicht wirklich was verändern. Nee, also, wo fangen wir überhaupt an? Wir fangen hier an, ne? Okay. Ja, wir fahren hier durch. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier zerstören können, dass es kaputt gehen wird, dass wir durch das Holz können. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich gehe mal, wie gesagt, davon aus. Und dann fahren wir hier lang, hier hoch. Hier habe ich ein bisschen was erweitert. Ich denke, das müsste eigentlich gehen. Also, ich sehe wirklich keinen Grund, wieso nicht. Obwohl, oh, habe ich was vergessen? Oh, shit, komme ich da durch? Ich komme da durch. Alles klar, seht ihr? Nice. Okay, es gab ein paar Teile, die ihr nicht einsammeln können, wie den Stern und die Schraube, aber das mache ich jetzt einfach mal nicht. Ich habe das Level geschafft und ich bin zufrieden, definitiv. Tipp: Achte auf die Anforderungen für jedes Level. Grüne Sterne sind grundsätzlich optional, aber in diesem Level musst du den grünen Stern einsammeln, um das Level zu schaffen. Dein Ernst? Die Startrampe ist zu flach. Passe sie an, um den Stern zu erreichen. Okay, wann genau muss ich den Stern erreichen? Kann mir das jemand erklären? Aber na gut, es ist ja wie gesagt normalerweise optional, aber wir müssen das jetzt so machen, dass wir den Stern erreichen. Und ich denke, das müsste gut sein. Hoffe ich, wir werden sehen. Wir werden sehen, ob wir so den Stern erreichen müssen, aber wir müssen es ja tun. Weil wenn wir es nicht tun, dann zacken wir Balls. Und wir sind badass, Leute. Wir zacken keine Balls, okay? Ich hoffe, ihr versteht das. Na, wie auch immer. Mach das weg. So, Dreiecke sind am effektivsten. Wir müssen das tun, was wir gelernt haben. Alter, ich bin so scheiße in diesem Bauen hier, ne? Ich bin komplett durcheinander. Aber okay, ich denke, wir haben es. Mach das weg. So, das verbinden wir nochmal. Wie viel habe ich? 40. Okay, ich kann 17.000 ausgeben. Ich denke, das müsste okay sein. Ich denke, es müsste in Ordnung sein. Wir testen es einfach mal aus. Okay, fahr. Bitte erreiche den Stern. Bitte mach keine Scheiße, Bro. Yes! Oh mein Gott, wir fliegen sogar noch extrem weit. Wo ist das Ziel, by the way? Fehlschlag. Ich habe das Ziel nicht erwischt. Wie geil. Okay, wir machen das nochmal. Moment mal. Ich fahre. Oh, ich fahre. Nein, nicht weiterfahren. Fall runter. Ja. Genau. Nimm du keine Drogen. Und jetzt fährst du zurück. Hat nicht gut geklappt, Bro. Moment mal. Kann man überhaupt auch rückwärts fahren? Oh, wir sind gar nicht so weit geflogen. Sehr geil. Wow. Best Frontflips in meinem Leben. Nein. Wie kann ich bitte rückwärts fahren? Kann er nicht rückwärts fahren? Der Wagen kann ernsthaft nicht rückwärts fahren, Leute. Nur damit ihr Bescheid wisst, was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ist das dein Ernst? Wieso kann der Wagen nicht rückwärts fahren? Was ist dein scheiß Problem, Bro? Oh mein Gott. Mach den Rückwärtssalto wenigstens. Und ich bin wieder aus dem Level. Nice. Oh, okay. Da müssen wir wahrscheinlich diese Rampe hier ein bisschen erweitern. Bam. Nice. Ah, wir haben kein Geld mehr. Nein, können wir nicht. Wow. Was kann ich da verändern? Vielleicht, indem ich es ein bisschen steiler mache? So vielleicht? Und dann, nein, ich komme wieder durcheinander. Ich hasse das. Das Bausystem ist anstrengend in dem Spiel, aber wie auch immer. So, ich hoffe, das wird besser klappen. Wir müssen den Stern erwischen, das ist eine Pflicht, nicht vergessen. Erwische den Stern. Bam. Okay, aber rückwärts fahren können wir leider nicht. Oh mein Gott, er fliegt einfach nach vorne. Er landet jedes Mal da hinten, das nervt. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. So, ich habe jetzt in die andere Blöcke ein bisschen was investiert. Ich hoffe nur, wir können das trotzdem erreichen, den Stern. Das ist halt der Struggle. Oh mein Gott. Was ist da gerade passiert? Oh, ja. Erreicht den? Nein! Oh! Wir haben den Stern leider nicht bekommen. Fehlschlag, oder? Ja, sammle einen Stern. Wir haben den Stern nicht bekommen. Unser Ziel ist es, den Stern zu bekommen. Aber wieso ist die Blöcke kaputt gegangen jetzt? Willst du mich verarschen? Kann ich die Position ist problematisch. Wow. Wisst ihr was? Eigentlich müsste das okay sein, wie es ist. Es müsste okay sein, wie es ist. Es ist doch nicht genau dasselbe wie bei Poly Bridge, muss man sagen. Aber es ist in Ordnung. Normalerweise, wenn wir jetzt Vollgas geben, müssten wir den Stern erreichen. Oh mein Gott. Nein! Vielleicht, wenn man ein Vorwärtssalto macht, kann es sein, dass man dann schneller ist. Ich meine, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Vorwärtssaltos? Okay, klappt nicht. Scheiße. Aber wir kommen da an. Wir müssen die Brücke noch ein bisschen stabiler machen. So, sehe ich jetzt hoffentlich ein Tickchen stabiler. Ich meine, ich hoffe es. Okay, wahrscheinlich ist sie das nicht. Komm schon. Bitte. Oh mein... Das ist so knapp, ne? Das ist nicht dein Ernst. Erreiche den Stern. Ansonsten bin ich What? Moment mal, das ist so knapp, ne? Die Brücke müsste nur ein... Ja. Willst du mich verarschen? Alles klar. Jetzt müsste sie aber stabil genug sein. Wenn es jetzt nicht stabilomatico ist, habe ich keine Ahnung mehr in meinem Leben. Ja. Yeah. Oh mein... Vielleicht muss ich sie... Oh Gott, das ist... Das tut weh. Ernsthaft. Yes. Endlich. Kannst du mir erklären, was das Problem war? Kannst du es mir erklären? Nein, kannst du nicht. Okay, wir haben es geschafft. Alter, das war ein hartes Level. Hat lange gedauert, aber man muss schon wirklich gut bauen. Das erste Level, was wirklich anstrengend war. Wenn du ein Level betrittst, ist als Baumaterial standardmäßig Holz ausgewählt, mit dem du Gerüste und Fahrbahnen bauen kannst. Es gibt aber auch noch andere Materialien zum Auswählen. Dafür sind diese Schaltflächen da. Stahlseile können über lange Strecken gespannt werden. Sie halten mehr Zugbelastung aus als Holz. Dafür aber keine Druckbelastung. The fuck? Okay. Keine Zugbelastung, Druckbelastung, keine Ahnung. Wenn keine Befestigungspunkte am Boden vorhanden sind, bietet es sich an, eine Fahrbahn mit Stahlseilen aufzuhängen. Ah, jetzt verstehe ich. Natürlich, okay. Okay, also Stahlseile sind dazu da, wenn unten nichts ist. Da kann man oben Stahlseile benutzen. Seht ihr das? Bam, bam. Und die Brücke ist... Tutti Frutti, Stahlseile halten immer. Ich meine, das sind Stahlseile, was ich meine. Wahrscheinlich aber auch ziemlich teuer, kann ich mir vorstellen. Aber hier... Stimmt alles, glaube ich. Hier kommen wir hoch. Also kann ich das... Ich würde es gerne eigentlich... Ich hoffe, das klappt so. Hier und dann... Oh mein Gott. Okay. Moment mal. Den Stern will ich bekommen. Ne, ich will keine Stahlseile benutzen. Das ist das Ding. Okay, keine Stahlseile. So. Genau. Ist da... Ja, okay. Da ist alles gut, So. Okay. Nein, hör auf, da eine Straße zu machen. Das macht doch gar keinen Sinn. Okay, ich denke, wir sollten dann das bekommen und dann hoffentlich das Ziel erreichen. Mal schauen, ob das klappen wird. Ich bin gespannt. Let's go! Zeit für eine Fahrt, Baby. Woo! Oh, bleib drauf, Nice. Nicht so schnell. Nein, da ist das Ziel. Oh, nein. Da war das Ziel. Und ich hab's nicht bekommen, weil ich... Ja, ich war... Oh, mein Gott. Das Sackbolz! Erreiche das Ziel nicht geschafft. Normal fahren. Okay, das ist das Problem. Ich muss hier weniger Gas geben. Theoretisch, wenn ich da weniger Gas gebe, sollte ich es eigentlich schaffen. Hier und jetzt hier langsamer werden. Aber natürlich, zu wenig Gas will man auch nicht benutzen. Das war richtig scheiße. So, langsam. Nein, nicht so schnell. Erreicht das Ziel. Und er hat das Ziel erreicht. Nice, Baby. High five. Psst. Yes, das war ziemlich geil. Aber okay. Ich denke, ich werde das Video von heute erstmal stehen lassen. Wir haben eine Menge geschafft und das war sehr, sehr spaßig. By the way, können wir auch mal unseren Truck ändern? Ich glaube ja weniger, ne? Wir fahren immer mit demselben Truck, aber ja, das war Part 2 von dem Spiel. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, lasst mich Bescheid wissen in den Kommentaren oder mit einer Bewertung, weil das Ding ist, ja, es kommt einfach drauf an, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Ich schaue mir die Kommentare an, ich schaue mir die Bewertung an und dann entscheide ich einfach. Also vergesst nicht zu bewerten und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!